So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Grandia auf diesem geilen. Ja, in der letzten Folge sind wir auf diesem geilen Schiff hier angekommen, der Grandeur, und mit dieser epic, awesome Musik. Und ja, jetzt müssen wir Fena retten, weil sie wurde uns entführt. Sie haben. Mann! Uns wurde sie entführt! Oder irgendwie so. Ah, ihr wisst, was ich meine. Und ja. Und die Musik ist hier wirklich echt mega geil, dass ich hier gar nicht so viel erzählen will, aber ein bisschen muss ich erzählen, sonst ist ja kein Let's Play, es ist ja nur so ein Walk. Dings da Bums an. Hier sind Soldaten. Ja! Die schreien. Ja! Ja, Mann, was geht ab hier? Huh, ist ein Kämpfer. Mein Gott. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wieder. Ernst. Genau, Guido haut euch um mit der Bombe. Jetzt kommt Rap. There's no use in hiding. Und tschüss. Come back with reinforcement. Yeah. Glück habe ich Rap ein bisschen gelevelt, er war nämlich wirklich ziemlich schwach. So, die stehen da bloß da. Aber die rumlaufen, die müssen wir bekämpfen, sonst verfolgen die uns. Ja. Ah, die sind nicht besonders stark, diese Typen. Jawohl! What a finch! Justin hat's geschafft! Nein! Ich will gegen jeden kämpfen! Ah, verdammt! Komm, wir machen jetzt mal die Nerd-Technik. Nein, die da. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein. Nein, ihr macht hier nichts. Na, was kriegt der zurück? Ha. Sag doch, ihr habt das Geld zurückgekriegt. Oder du. Zumindest der Typ da. Der eine Typ. So, jetzt einmal Geld. Da. Dann geht es auf. Okay, die bleiben auf der Stelle stehen. Die auch. Alle, die auf der Stelle stehen bleiben, die bewegen sich nicht. Okay, machen wir das einmal so. Zack. Dann nehmen die Kiste mit. Boah, Kriegspanzer. Die Kriegerpanzer. Kriegspanzer. Ich bin nur so ein Kriegspanzer. Ups, nee, nicht Zauber. Oh, der ist sogar schwächer. Na, oh no. Okay, müssen da lang, da lang, dahin, dahin, dahin. So, jetzt sind wir schon im Maschinenraum. Motorraum. 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 Gibt's hier was? Nee. Plus was? Gibt hier noch was? Ups. Oh. Hä? Gibt hier was? Hä? Was kann man hier machen? Angucken? Hä? Kann man gar nichts machen, oder? Wow, krass. Geht ja voll ab hier. Wow, krass, kann ich alles an. Kann ich alles angucken. Okay, gibt's da noch was? Ne, hier drüben? Ne? Ne? Wow. Nein, ich noch mal angucken.
Danke, einmal recht. Hey, was ist das alles? Kennt ihr das irgendwoher, Jungs? Vielleicht eine Lokomotive, aber scheint keinen Dampfantrieb zu haben. Hm, beeindruckend. Das wurde mit alter angelonischer Technologie hergestellt. Okay. Wow, das dreht sich ja hier. Es geht zum Kontrollraum. Oh, die Maschinen sind so laut. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So. Oh Gott, das ging aufs Ohr. Gibt's hier noch was? Nee. Können wir noch was holen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Oh. Wer erwartet uns denn da? Was dachtest du, könntest du hier tun, Justin? Also, Schatz, nach meinen Berechnungen ist er hier, um diesem armen ikarischen Mädchen zu helfen. Oh Gott, er hat keine Ahnung. Danke für den Geisterstein. Wir haben ihn beim Turm der Verdammung vergessen. Damals hattet ihr Glück, aber jetzt gebt ihr ihn uns, wenn ihr vernünftig seid. Glück gehabt? Ja, stimmt, wir haben euch verprügelt und sind weg. Ganz ruhig, Affengesicht, wir werden uns schon noch rächen. Geh selber, du Affengesicht. Niemand beleidigt meinen süßen Rap, hast du kapiert? Das kriegt ihr zurück. Ich finde Rap cool, deswegen. Niemand beleidigt Rap. Ihr komischen Tanten. Na, wartet. Kriegt ihr erstmal Himmel und Erde-Hieb ab. Ja, halt den Mund, Mann. Die können manchmal ganz, die können ganz schön übel werden, die Frauen. Ja, wenn die nämlich zu dritt sind, machen die nämlich ihren komischen drei Hieb da, ihr drei Tanten-Hieb da, oder wie die, auf alle Fälle machen die so eine Dreier-Attacke, die kann wirklich scheiße sein. Ja, boom! Prepare yourself! Yep. This is it! Wah! Wah! Ja, voll! Bäm! Und boom! Wah! Bams! Alle umgehauen! Ja, Mio ist eigentlich schnell platt. Eigentlich. There's no use in hiding! Eigentlich kriegt man Mio schnell platt und die muss man... Justin, mach hin! Die muss man auch schnell platt kriegen. Los, Justin, mach über 500. Here goes. Ja! I must have miscalculated. Okay, jetzt können sie ihre Dreierattacke nicht mehr machen. Weil ja eine hingefallen ist, also eine kaputt ist. Müsste eigentlich nicht gehen. Erstmal beklauen. Schade. Die geben mir nix. Ja, und jetzt haben die drei eine Null mehr an ihren HP-Dings da. Die hatten ja beim ersten Kampf hatten sie ja ich glaube 400, 500 und 300. Und jetzt haben sie alle eine Null mehr. Justin, hau sie um! Hey, no, it can't be. Und niemand schreibt jetzt Frauenschläger oder dass ich Frauen schlage mit Kerlen, ne? Die sind böse. Das muss sein. You're not gonna get away from this. Das sind böse Frauen, die müssen geschlagen werden. Bumm. Oh, los! Geh du, greif sie an! Oh, null schon. Greift sie an, alle. So. Jawohl. Jetzt nochmal. Na komm. Rap, du darfst sie gerne platt machen. Das erlaube ich dir. Weil sie dich Affengesicht genannt haben. Du bist geil, hast du geschaut. Siehst du Schademann? Ach, schön. Boah.
Wieder so viel Geld, ey. Meine Güte. Ja! Das Level-Up hast du verdient. 29. Ganz einfach, aber ganz schön schwer für Mädchen. Okay, wo ist Fena? Bring sie uns zu diesem alten Buzzard Ball. Du denkst, du hast uns geschlagen? Das ist lustig, stimmt, Saki? Stimmt, oh ja, stimmt. Wir haben dich gewinnen lassen, oder Mio? Haben wir. Oh ja, wir haben. Das war alles Teil unseres Plans. Das war alles von Anfang an geplant, um Zeit zu gewinnen. Ihr Jungs seid drauf reingefallen. Nach meinen Berechnungen ist die Grandeur nun fast an ihrem Bestimmungspunkt, J-Basis, angelangt. Ja, und dann werden wir alle eure Soldaten holen. Unsere Soldaten holen, euch alle verprügeln. Wir werden dich besiegen, Justin, und auch Affen und Hasengesicht. Alter, hört auf mit diesen Beleidigungen. Da gehen sie davon. Was nun, Jus? Wir müssen das Schiff stoppen. Es wird viel Wirbel geben, wenn die Spinner recht haben und wir die Basis erreichen. Mal sehen. Ah, verdammt, irgendwo muss was geben. Mist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Geh mal beiseite. Warum hast du nichts gesagt? Hier, lass mich nur was drücken. Oh, Rob, was machst du? Rob, was machst du? Untergang bestätigt. Letzter Befehl wird ausgeführt. Ups. Oh, naja. Er wollte das Schiff verramschen. Oh Gott, ey. Rabino, du hast das Schiff zerstört. Letzter Befehl, kapiert? Ja, richtig, das stimmt. Ich hätte es sowieso verramscht. Egal, komm, wir müssen weitergehen. Jetzt Fena finden, okay? Jetzt haben wir noch weniger Zeit. Ja. Okay, Rap. Du hast jetzt gerade... einen falschen Knopf gedrückt. Moment, nochmal zurück. Ach. Ja, genau. Wie Guido sagte. Rapino. Rapino. Okay, schnell. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier weg. Geht's da lang? Ne? Oh, hier geht's lang. Ja, hier kam die... Hier kam die her. Ne, hier ist ein Loch. Hä? Ach, keine Ahnung. wir müssen jetzt hier rein. Was da? Gibt's da was? Ballsräume. Ja, da waren die vor uns drin. Ja, kannst du dich... Kannst du dich bewegen? Ja. Kannst du hier... Kann man die Statue bewegen? Mach mal. Oh Mann. So, jetzt geht's da in Durchgang. Oh mein Gott, alles rot. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Wisst ihr, ich glaube, dass das Schiff... Oh, in einem Zustand... Ah, scheiße, in irgendeinem Zustand ist. Verdammt, schwarz langsam. Wow! Rap, Guido! Vergiss uns, Justin! Fena, rette Fena! Aber sei ruhig jetzt, rette Fena! Nein! Ist schon laut. Oh mein Gott, es geht kaputt! Nein! Oh Gott, alles brummt, alles. Ich konnte vorhin nichts mehr lesen. Irgendwas in einem instabilen Zustand war. So, egal. Hier irgendwo hin. Muss man runter? Ja. Ja. Da rein. Bogen außerhalb. Oh Gott, ey, das geht ab hier. Oh, geh auf. Los. Mach hin. Du Ding. Du scheiß Tür. Let Fena go! Well, well. So the man who holds the Spirit Stone is just a boy. Justin! Stay away! So,
The legend that the Spirit Stone's light and the Ikarian wings call to each other is not exactly a lie. I'll give the girl back to you, my little Justin. However, only in exchange for the Spirit Stone. He's lying, Justin! Don't believe him! If you give him the Spirit Stone, he'll just kill you! Please, run away! My ship is about to sink. It's your choice. Which is really important to you? Okay. I'll trade. Release Fina! Quickly! You are a wise young man. The great mysteries of Angelo are beyond your powers. Come, give me the Spirit Stone. Justin! Finally, I have the absolute power of Angelo in my very own hands. Die, you worms! Together with this burning ship! Der Typ hat eine Meise. Entschuldigung, was so wieder abgeht. Warum du? Ich erwische dich irgendwie. Ah, schnell hoch! Nein, er hat uns den Stein abgeknöpft. Oder wir haben ihn gegeben. Er hat uns verarscht. Nein, der Typ hat uns verarscht. So ein Dreckskerl. So ein elender Dreckskerl. Ah. Bogen der Grandeur. Ah, geh auf! Böse Tür. Achso, hier geht's lang. So. Was ist hier? Oh shit, eine Sackgasse. Mist, ist das eine Sackgasse? Warte, sieht aus, als ob da eine Stelle ist, wo ich hoch kann. Ah ja, stimmt. Der Stuhl. Und, kennt ihr diesen Ort? Richtig, der ist am Anfang. Der sieht man ganz, ganz am Anfang. Jetzt wisst ihr, was das für ein Schiff ist. Die Grandeur. Hier kann man... aufmachen. Das, was Lean am Anfang macht, da wo es dann zu Palm geht. Cool, ne? Ist cool. Wirklich nicht schlecht. Schön. So, ja, wir müssen Fena retten. Schnell hier rein. Was ist das? Schleudersitz. Justin! Fena! Du bist ein starker kleiner Wurm, stimmt's? Warum solltest du dein Leben für ein Mädchen riskieren? Nimm deine dreckigen Hände von Fena! Diese Ikarien gehört mir, Junge. Du brauchst ihre Macht nicht. Sie ist keine Ikarien, du spinnst! Fena ist Fena! Zum letzten Mal, lass Fena gehen, jetzt! Hahaha, der kleine Wurm brüllt, als ob er sonst wer wäre. Wie du willst, du solltest stolz darauf sein, von mir getötet zu werden. Fena! Scheiße, der redet so komisch, der Ball. Er macht so... also, ja. Ja, genau. Na warte. Du kriegst jetzt meinen Luftschneider ab. One gegen one. Boom! Scheiße. Receive my judgment. Receive my judgment. Ja, so redet er irgendwie. Ha
doppelt Gelache. Na warte, jetzt kriegst du erstmal Drachenspalter ab. Gatwin, secret move. Dragon King Slice. Ich mach dich alle, Ball. Okay, war nicht so besonders. Schnell, bevor sich heilt. Slice in two. Verdammt. My power cannot wane. Ich heil mich wenigstens nicht, du Vollpfosten. Oh wow, 200. Buhu. Na komm, los. Oh, fast. So, zum Abschluss. Eisschlag. Und tschüss. Bam. These worms couldn't have done me in. Komm, steh nicht so, Mann. Yeah! We won, guys! We won, guys! Ja, egal. Fena, geht's dir gut? Lass mich dich losbinden. Justin, ich wusste es. Ich wusste, du würdest kommen, mich zu retten. Natürlich, ich würde alles für dich tun, Fena. Und Justin. Aber warte, was ist mit dem Geisterstein? Du musst ihn zurückholen. Das stimmt, wenn wir ihn haben, dann verlassen wir dieses Wrack. Nicht so schnell. Lass dich nicht täuschen, Junge. Du musst meine wirkliche Macht spüren. Die Macht von Gaia. Oh Gott. Alter, der Typ hat eine Macke. Huh, was zum Teufel? Du bist hässlich, Mann. Egal wie lange es dauert, ich zeige dir, wo du hingehörst. Wah! Wah! Justin! Ah! Nein, nein, Justin! Hahaha, jetzt weißt du's, kein Mensch kann mich je schlagen, Dummköpfe. Du hässliches Stück, du wolltest es wirklich so. Dummkopf, wow, Justin, Justin, nein! Justin! Oh, Fena, du springst daher. Dummes, ikarisches Mädchen, stirbt lieber. Aber das macht nichts. Endlich habe ich den Geisterstein. Mein Lob gilt, Gaia. Erfülle mich mit Macht. Oh Gott, ey, der Typ da, ey, der geht auf. Der geht mir auf den Sack. Mann. Und tschüss. Jetzt ist die Grandeur nur noch ein Schrotthaufen. Das schöne Schiff. Das schöne Schiff. Was? Bumm. Tschüssi, du Schiff. Oh, Fena, sind wir gesprungen? Mensch, so ein Mist, ist mein Abenteuer vorbei? Justin! Hä? Fena, aber warum? Warum bist du mir gefolgt? Warum bist du mir gefolgt, Fena? Jetzt werden wir beide sterben. Wir werden alle verlieren. Endlich. Endlich. Ich lasse dich nicht los, Jas. Fena? Fena? Dumm. Wenn du solche Angst hattest, ohnmächtig zu werden, warum dann? Fena! Oh Mist! Nein, wir dürfen nicht sterben! Nicht jetzt, nicht so! Oh Gott! Oh. Krass!
krass. Ich kann jetzt keinen Cut machen. Wir haben zwar schon 25 Minuten, aber egal. Ist gerade so schön. Ja, das sind Rap und Guido. Und der Mantarochen. Fena, geht's dir gut? Sie schläft jetzt schon 3 Tage. Ihr geht's doch bald wieder gut. Ist einfach toll, wenn man am Leben ist, nicht? Mach dir nicht so viele Sorgen, du kriegst ja noch eine Glatze. Alles ist okay. Das Schlachtschiff ist zerstört und dieser Kerl Ball wurde mal kräftig in den Arsch getreten. Entschuldigung. Also kein Grund, sich zu sorgen, nicht wahr, Jus? Fena, sie wacht auf! Das ist toll, Jus. Du hast dir um Fena Sorgen gemacht. Ja, hallo, Mann. Was soll ich machen? Sag mal, müsste nicht längst die Sonne aufgegangen sein? Naja, wenigstens konnten wir so Jus und Fena finden. Danke für eure Hilfe, Rap und Guido. Fena, geht's dir wirklich gut? Justin, tut mir leid, wegen mir hast du deinen Geisterstein. Jetzt hör aber auf, Fena. Du bist viel wertvoller als der Geisterstein. Oh, Justin. Es hat gut funktioniert. Als Ball und dieser Stein brannten, brachte die ganze Truppe zusammen. Trotzdem war ich Ikaria. Ikarien ist unwichtig. Fena ist Fena. Verstehe ich nicht. Was soll das? Justin, los jetzt. Nach Alend. Ich will es wissen. Alles über die Ikaria und Gaia. Dort werden wir bestimmt einiges erfahren. Sieh, ich denke, es ist eine gute Idee, Avanti. Ich auch. Jetzt, wo Baal tot ist, hat mein Vater keinen Feind mehr. Aber es war wirklich ein spektakulärer Tod. Guido, Rap. Bring ihnen die Wissensmedaille und die Weisen von Lane zeigen dir den Weg nach Alend. Das stimmt, auf nach Lane zusammen. Toll, das Abenteuer geht weiter. Ja! Und mit dieser schönen Musik machen wir erstmal einen Cut hier, weil wir, sobald wir aus dem Zelt rausgehen, ist die Musik weg. Also mache ich an der Stelle hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal.